Okay Leute, ich mache es ganz kurz. Das ist womöglich das genialste YouTube-Update seit langem. Was es kann, verrate ich euch in diesem Video. Dieser Screenshot, veröffentlicht von Mario Jos am 20.03., zeigt erstmal nur ein recht kleines Update an. Aber was dahinter steckt, wird so vielen von uns helfen, mehr Aufrufe und mehr Abonnenten zu bekommen. Was wir nämlich sehen, ist die Zuschauerbindung. Die finden wir sowohl am Handy als auch am PC, wenn wir uns im YouTube Studio die Analysen eines Videos anschauen. Normalerweise sehen wir aber immer nur die klassische Kurve. Damit können wir einfach nachvollziehen, wie lange unsere Zuschauer dranbleiben und an welcher Stelle sie aussteigen oder auch wieder einsteigen. Das ist an sich ja schon mal super hilfreich, weil wir damit ja das direkte Feedback unserer Zuschauer zu jeder Sekunde im Video bekommen. Außerdem wissen wir ja, dass die Zuschauerbindung einer der wichtigsten Faktoren für den YouTube-Algorithmus ist und so können wir mit diesem Graphen direkt an unseren Fehlern arbeiten. Doch was ist, wenn ich dir verrate, dass dieser Graph dich eigentlich anlügt? Was wir hier sehen, ist ja der Durchschnitt aller Zuschauer, die unser Video gesehen haben. Auch die Modi, die wir bisher hatten, zeigen immer die Daten aller Zuschauer an. Das kann aber dazu führen, dass wir falsche Entscheidungen treffen, weil verschiedene Zuschauergruppen teilweise ein komplett anderes Zuschauerverhalten haben. Mit dem neuen Update können wir das endlich ändern. Unter anderem können wir nach Abonnenten und Nicht-Abonnenten, aber auch nach neuen Zuschauern, die uns noch gar nicht kennen, und wiederkehrenden Zuschauern filtern. Wiederkehrende Zuschauer ist auch einer dieser Messwerte, den viele YouTuber noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Der ist aber unfassbar wichtig, denn dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen wirklich wiederkommen. Viele Zuschauer, die abonnieren zwar unseren Kanal, kommen aber nie wieder. Und andere, die schauen jedes Video, abonnieren den Kanal aber nicht. Wiederkehrer im Vergleich mit neuen Zuschauern ist eine der besten Analysen, die wir für unseren Kanal durchführen können. Denn dazu kommt, dass die meisten YouTuber, die sich damit schwer tun zu wachsen, einfach Probleme haben, neue Zuschauer zu erreichen. In den Analytics konnte man sich im erweiterten Modus aber schon seit Monaten die genauen Werte anzeigen lassen, zum Beispiel die Zuschauerbindung für neue und eben wiederkehrende Zuschauer. Man konnte jedoch nur den prozentualen Wert sehen und eben nicht die Kurve. Dabei ist mir dann aber auch aufgefallen, dass Videos, die schlecht laufen, obwohl sie eine gute Zuschauerbindung haben, oft bei neuen Zuschauern eben recht schlechte Werte erzielen. Vielen meiner Kunden musste ich das dann ausführlich erklären. Und dennoch blieb ja immer die Frage, warum schauen neue Zuschauer nicht? Es ist ja schon mal gut zu wissen, wo das Problem liegt, aber was genau mache ich jetzt eigentlich falsch? Das konnte man immer schlecht beantworten, weil man die Kurve ja bisher nicht sehen konnte. Aber genau das ändert sich eben mit diesem Update. Seit gestern habe ich selbst Zugriff auf diese Funktion und werde euch jetzt mal zeigen, wie genau das aussieht. Um die Funktion zu finden, müssen wir einfach in die Analysen eines Videos reingehen und dann hier unten bei der Zuschauerbindung, die findet man sonst auch beim Punkt Interaktion, dort klicken wir einfach darunter auf Mehr anzeigen. Hier versteckt sich dann die neue Funktion und zwar die Segmente. Wenn wir mal aufklicken, dann haben wir eben verschiedene Optionen zur Auswahl. Hier unten sind zum Beispiel auch organische und bezahlte Zugriffe, das ist nur relevant, wenn wir Werbung schalten. Für uns sind eben diese beiden Werte hier spannend und klicke den jetzt mal an, dann bekommen wir eben zwei Graphen, einmal hier in blau die Wiederkehrer und dann eben noch die neuen Zuschauer. Ich habe jetzt auch dieses Video hier bewusst für euch ausgewählt, weil das war so ein typisches Video, was wirklich richtig gut ankam. Ich habe ziemlich gute Werte erzielt, aber das Video ist nach 3-4 Tagen ziemlich stehen geblieben. Und man sieht auch recht genau warum. Die Kurve der Wiederkehrer ist ziemlich stabil, sieht insgesamt ziemlich gut aus. Und auch die Bindung mit 37% insgesamt ist halt wirklich nicht schlecht. Aber bei neuen Zuschauern liegt der Wert gerade mal bei 23%. Und man sieht auch recht gut, woran das liegt. Vor allem der Einstieg scheint hier für neue Zuschauer ein bisschen zu komplex gewesen zu sein. Also da kann ich dann wirklich ja, rauslesen, was ich in Zukunft besser machen kann. Ein noch extremeres Beispiel ist dieses Video. Ihr seht, dass die Zuschauerbindung eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist. Die ist zwar zu Beginn nicht ganz so hoch, aber insgesamt läuft es doch ziemlich gut, ist voll im Durchschnitt. Und dann sieht man aber hier oben, das Video ist voll im Keller. Wenn ich jetzt aber hier raufklicke und dann die Werte wieder mal sortiere, dann seht ihr, dass ich hier tatsächlich einfach eine schlechte Arbeit gemacht habe. Da muss ich definitiv nochmal reinschauen und mir die Einleitung ansehen. Da habe ich definitiv viele Dinge gesagt, vermutlich, die für neue Zuschauer absolut irrelevant waren. Und wir haben einen richtig starken Abfall. Ihr seht ja, die Zuschauerbindung, klar, 42%, das ist bei einer Videolänge von 13 Minuten für meinen Kanal halt wirklich in Ordnung. Aber bei neuen Zuschauern, 20%, das ist wirklich nicht gut. Und diese Analyse, die konnten wir so vorher gar nicht machen.
Als Gegenbeispiel habe ich hier nochmal für euch mein bestes Video aus dem letzten Jahr. Denn wenn ich hier mal reinschaue, dann seht ihr auch, die Bindung ist im ersten Moment ja auch wieder ungefähr im Durchschnittsbereich, aber nicht besser als bei den anderen Videos. Warum hat das Video jetzt also so viel mehr Klicks als die anderen? Und gehen wir jetzt wieder rein in diesen Filter, schauen wieder, wie es aussieht zwischen neuen und Wiederkehrern, dann fällt hier spannenderweise auf, dass bei diesem Video die neuen Zuschauer sogar ein Stück weit besser sind. Das ist eine ganz häufige Beobachtung, die ich mache, dass bei Videos, die wirklich gut laufen, die viele neue Zuschauer erreichen, diese Werte ungefähr auf einem Niveau liegen. Insgesamt bietet dieses Update uns also ganz viele neue Möglichkeiten, wie wir herausfinden können, warum unsere Videos nicht so gut laufen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Generell können wir wirklich viel lernen und dafür muss ich echt sagen, danke YouTube. Ich hoffe, dass es in Zukunft noch mehr Updates geben wird, wo uns wirklich dabei geholfen wird, unsere Zuschauer zu verstehen. Wenn es soweit ist, werde ich auf jeden Fall darüber berichten, also lasst ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Warum dieses Update jetzt aber wirklich so genial ist und welche Probleme YouTube damit auch lösen kann, habe ich in diesem Video hier schon mal ausführlicher erklärt. Schaut euch das am besten als nächstes an, viel Spaß damit, haut rein Leute und ciao!